Das sind alles Frauentexte. Quatsch. Ja, warum steht denn überall Maria Schneider? Steh nicht, die waren auch bei uns auf der Seite. Oha. Was heißt denn Oha? Klingt eigentlich ganz geil. Maria Schneider, BDM-Führerin, überzeugte Nationalsozialistin und Ehefrau von Oberstimmführer Schneider, verliebt sich in die Jüdin Rahel, die unter falscher Identität beim BDM untergetaucht ist. Moment, du willst doch da nicht als Frau hingehen. Warum machen diese Hollywood-Typen eigentlich immer Nazi-Filme, wenn sie hierher kommen? Ja, aber das ist Interessanteste an Deutschland ist, du Honk. Ich meine, über was sollen die denn sonst Filme machen? Über die Krankenkassen? Ja. Oh, jetzt hat er sich gefressen. So, lass mal. Jetzt schlüpft er hier schon in die Strumpfhose rein, dann geht das, komm. Rubbel die Katz wird aus Matthias Schweighöfer eine hoffnungsfrohe Darstellerin mit Hollywood-Ambitionen. Detlef Buck und seine Mitspieler tummeln sich im klassischen Verkleidungsmilieu und spielen unverdrossen gegen die Genre-Klischees an. Wenn's sein muss, mit neuen Klischees. Hauptsache lustig. Filme wie dieser sind ja weniger getragen von Botschaften und Visionen. Hier kommt's. Hast du nicht aufgepasst? Hier kommt's aufs Handwerk an, denke ich. Nein. Und doch. Nee, das ist beides. Also es gibt für mich einen großen Satz. Hollywood kann vielleicht Filme machen für 100 Millionen, 150 Millionen, in 3D, was auch immer. Aber ihr könnt nicht echte Titten von falschen Titten unterscheiden und das ist euer Problem. Das ist eine Botschaft. Das ist schon eine Botschaft. Aber eine hohe Schule des Filmhandwerks bleibt die Komödie dennoch. Und diese Truppe hat's irgendwie drauf. Das ist kein Tutsi-Verschnitt, sondern einfach ein neuer Book. Hi, ich bin die Alex. Schon nervös? Bisschen? Echt? Ich nicht. Ein Casting-Profi. Cool bis ans Herz hinan. Legen wir gleich mal los. Wir beginnen mit der Heulszene. Fang an, wenn du bereit bist. Und bitte. Ich fang an, wenn ich fertig bin, ja? Das habe ich doch gerade eben gesagt. Bitte. She looks like a big Brunhilde. Yes, very, very German face. Ne? Sehr deutsches Gesicht. Mein Vaterland. Hitlers Land. Ich habe so sehr geglaubt, aber wir wurden alle verführt von diesem kleinen Mann. We take her. Welcome to my movie. Kleine deutsche Frau. Glückwunsch, du hast die Rolle. Und weiß noch nicht, was da wohl auf ihn zukommt. Action! Stell dir einfach so eine richtig schöne Männerbrust vor. Unter anderem Alexandra Maria Lara, die mehr als seine Filmpartnerin werden soll. Wie es das Drehbuch halt so will, verstehen sich die beiden Hübschen auch nach Drehschluss vortrefflich. Übrigens eine schöne Gelegenheit für uns Zuschauer, die Komödiantin Lara kennenzulernen. Meine Freundin Matthias, ja, so habe ich Matthias immer genannt. Matthias und ich kannten uns, wie gesagt, wir sind uns schon vorher, viele Jahre vor den Dreharbeiten zu Rubbel die Katz begegnet und sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. Und Matthias hat mich wahnsinnig viel zum Lachen gebracht. Und wenn Matthias dann in Frauenmontur fertig aus Maske und Garderobe kam, ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Und ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl gehabt, ich sitze ja mit meiner Freundin da. Das war so ein besonderer Abend mit dir. Kennst du das, wenn man so verliebt ist, dass man den anderen schon vermisst, obwohl er noch da ist? Nee, nicht wirklich. Okay. Es ist so schade, dass du kein Mann bist. Das wäre der perfekte Moment. Mondsterne. Hemmungsloser Sex. Ja, das wäre jetzt gut. Und wann fühlt man sich als Frau? Tschüss. Wenn man mit der wunderbaren Kollegin Alexandra Maria Lara auch in den Drehpausen einfach über so Frauenprobleme spricht. Und sie so ein bisschen vergisst, dass man doch ein Typ ist. Und auch ich vergessen habe, dass ich so ein bisschen Typ bin. Man redet so... Was machst du so? Und ja, toll. Und, oh Gott, also die Beziehung und so. Und dann, ja, da habe ich schon gedacht, krass, ey, krass. Viel Weiblichkeit in mir. Sag jetzt nicht, dass du dich verknallt hast. Eventuell schon. Die war letztes Jahr Platz 17 bei den Sexiest Women Alive. Mann, ihr reduziert den Frau komplett auf ihren Körper. Ja? Ja.